Freunde, was geht da beim Bauerhaus heute Mittwoch? Ich bin da weiter am Dünger sein für meine Kartoffeln. Jetzt kommt Harnstoff dran. Habe leider nur noch einen Big Bag. Der Rest ist dann in Säcken. 50 Kilo Säcke liebe ich weniger. Hier ein 400 Kilo Sack Harnstoff. Und geplant ist, 150 Kilo die Hektare zu streuen. Und ab in den Kehrig-Sammelwagen. Ja, liebe YouTube-Freunde, Eisenlieferung, aber nicht für Bauerhause, sondern für die Bäuerin Anne. Die will da verschiedenes schweißen. Und vielleicht schon morgen. Ja, liebe YouTube-Freunde, entspannend ist es schon mit einem Wiegestreuer. Düngerstreuer unterwegs zu sein. Man bleibt einfach und der streut richtig. Macht richtig Spaß, aber erst nach ein paar Mal benutzen. Also letztes Jahr hatte ich manchmal große Probleme, weil ich nicht verstanden habe, wie das Teil funktioniert oder Fehlmanipulationen gemacht habe. Ja. Und nur bei den Speisekartoffeln hat knappe oder gute 1,5 Hektaren. Sprangkalk und die Salzkartoffeln kriegen da nichts. Eine Frage an euch YouTuber. Wer von euch streut auch Brandkalk vor Kartoffeln? Würde mich interessieren. Der Brandkalk soll ja die Erde krümelig machen. Was denkt ihr darüber? Brandkalk? Gut, nicht gut? Streut mir doch. So, liebe YouTube-Freunde, jetzt reiße ich da den Boden noch einmal auf, damit Luft reinkommt, damit er besser abtrocknen kann. Geplant ist, dieses Feld hier wird Sonntag Kartoffeln gepflanzt und das Feld hier gegen unten am Samstag. Ja, so, ich denke,
hier die Erde ist hart. Ja, liebe Freunde, es ist jetzt 8:30 Uhr. Die Gruppe da noch. Ich probiere nicht zu tief, von der Playboy tief genug. Ja, liebe YouTube-Freunde, der Bauerhausi hat Feierabend. Es ist jetzt da 10 vor 10 und fertig. Ja, es ist nur so lala. Ich habe mit dem Grupper hier, mit dem Kombi-Grupper, auch nasse Erde aufgerissen. Aber ich habe das gemacht, damit das Feld Luft bekommt, damit es abtrocknen soll. Ob es gut war, weiß ich nicht. Jawohl, manchmal ist es schwierig. Sehr schwierig, das Richtige zu machen. Also, good night. See you tomorrow.